Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabin. Bin zu Hause angekommen. Also, jetzt. Ich habe jetzt auch eh zwei Batterien mehr. Ich habe nämlich nur eh zwei Autos unterwegs auseinandergeschraubt. Und zwar ein Bus. Wie gesagt, ein Krankenwagen. Und die sind ja eigentlich sehr lukrativ, was das angeht, tut. Guten Tee, aber ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dann kann ich ja auch gleich mal. Die Klingenfallen müssten da schon. Da sind sie. Die sind fertig. Wenn wir die schon mal aufstellen und die nächsten. Nee, knack. Produzieren. Müsste ja eigentlich alle da sein. Aber erstmal. Bräuchte ich da irgendwie Plätze in mein Inventar. Da mangelt es nämlich gerade ein bisschen. Und das muss wieder raus. Ich muss das woanders hinschmeißen. Ich weiß schon ja nicht mehr wohin mit meinen ganzen Stuff. Wie gesagt, ich will die Bücher eigentlich sammeln. Bis es sich lohnen würde. Weil irgendwie gibt es bei 7 Days einfach zu viele Bücher. Diese Sache ist nicht zu bestreiten. Das muss ja mal gesagt werden. Na, irgendwas. Nee, da unten habe ich ja auch. Ach du Kacke. Holy moly. Naja, gut. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Sagte das alte Tier zum Verscherben. Außer du nicht. Nee, du warst die Jute. Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Verkauf's gut. Aber du auch nicht. Und der Rest, der kommt dorthin und da hinten, ne? Muss ich mal nachschauen, ob das so funktioniert. So, dann schon. Schon geil. Also, wie gesagt, in dieser Richtung war die Loot-Tour schon ein bisschen wieder erfolgreich. Das wird uns schon wieder ein bisschen helfen. Oh, Eisen ist auch nicht gerade übel. Dafür, dass ich bloß Autos auseinandergeschraubt habe, ist es doch ja nicht so verkehrt. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Gut. Wie gesagt, geht immer ein wenig besser, aber nicht viel. So, der Platz muss reichen. Ich will jetzt endlich da runter. Das wird noch lange nicht reichen. Nicht mal die Bohne. Ja, könnten sie mal kurz im Aushand gehen. Bräuchte nämlich jetzt. Nee, habe ich keine Tasche. So, dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Beziehungsweise batterienmäßig auch füllen können. So, wie gesagt. Die da vorne hin. Alter, ich sehe so immer so angeschaltet. Batterien alle. Ausgelutscht. Der Drops. Da. Ja, immer. Komplettet. Fällt ein. Wie gesagt. Ja, ich weiß, dass das voll übertrieben ist. Das sind meine Spikes. Aber es ist meine übertriebene Art und Weise. Einfach mal zu testen. Wie gesagt, der Innenraum wird dann mit Spikes gefüllt. Das ist der Schredder des Todes. Ich kann mir auch vorstellen. Aber was heißt vorstellen? Das wird wahrscheinlich so sein. Also. Wir haben ja schon so kaum FPS. Teilweise hier. Das wird nicht besser. Das wird verdammt noch nie besser. Das kann so sein, dass eventuell so ähnlich wie FPS. Oder eben mein PC fängt an zu brennen. Eins von beiden. Alle beiden Sachen wären nicht so cool. So. Alter, ich habe jetzt schon ein Diashow. Naja, die Show ist ein bisschen übertrieben, aber wir hatten ja am Anfang schon mal ein bisschen mehr FPS gehabt. Also, so ein ganz kleines bisschen. So, dann muss ich mal gucken. Also, wie gesagt, ich habe so ein, zwei Stück noch hinzu gehabt. Das sollte eigentlich reichen. Christ, halt. Du kriegst da noch was rein. Hey. Es gibt bloß noch 6 Stück. Es fehlen bloß noch 6 Stück. So, dann
an der Ding und an der Ding. Naja, gut, das sind ja auch die Wehen, ne? So, warten Sie mal, der Musik da. Oh, das wird so ja nicht funktionieren. Ich habe so das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Also mal, das ist jetzt vorne. Dann würde ich mal sagen, hier. Nein! Und da steht. Oh! Gerade so die Kurve kriegt. Dann bist du hier vorne. Ständig, ich hoffe mal. Du nicht gleich abbrechen tust. Der Jute ist, ich muss das natürlich halt einzeln schalten, wa? Habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Diese Entfernungen sind zu weit. Ich mag da nicht. Das ist too much für ihn. Gut. Dann müssen wir das anders überlegen. Dann muss ich mir doch noch hier eine zweite Überbrückung bauen. Naja, jeder Meter zählt, ne? Jeder Meter zählt. Oh ja. Dann müsste ich das Ding ja mal probeweise mäßig laufen lassen, wa? Angeschalten, zack. Alle. Und, die Madams stehen in Reihe und Glied hinter mir. Also hier schreienderweise und so, ne? Das wird so laufen. Verdammt. Dann muss ich hier auch noch eine für die Zwietin. Das ist ein bisschen übertrieben, ja, wie gesagt. Ich bin mir der bewusst, dessen bewusst. War gut. Übertreibung ist genau mein Ding. Wir wollen ja nicht hier ungebetene Gäste haben. Aber jetzt müsste doch aber funktionieren. Immer noch nicht. Immer noch zu weit die Entfernung. Ich müsste doch jetzt eigentlich runterkommen können. Jo. Funktioniert, aber der Kasten ist zu dick. Das ist natürlich jetzt. Da muss ich das wohl nach oben setzen. Na gut. Okay, zweiter Versuch. War auch Arsch. Das heißt ja nicht umsonst. Alle guten Dinge sind 3, 25, 12. Da müsste ich aber da auch noch so einen Kasten hinsetzen. Warten Sie mal kurz ab. Wir müssen mal kurz eine kleine Sache umbauen hier. Eine ganz kleine. Gerade um die Kiste, aber die kann ich ja noch irgendwie versetzen. Dann setze ich da ran. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich bin nicht da, halt die Klappe. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Ich einfach oben einen Lookhof und hoffe, Explosionsradius mäßig, der Rest ist ja egal, dass nicht so hardcore ist. Muss ich bloß noch hier noch in kloppen wie in die Kiste. Kommt denn hier vorne drin? Auf jeden Fall kommt hier Loot-mäßig Kisten hin. Hallo? Jo. Nächste. Funktioniert. Kann ich hier aufmachen? Schade, ich habe gedacht, die kommen jetzt hier so. Gut, da gibt es aber auch eine Möglichkeit. Ich baue mir einfach einen Rahmen vorm und stelle mich darauf. Wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Person. Anscheinend in diesem Spiel. Achso. Gut, so kann ich das auch machen. Gar kein Problem, wie ihr seht. Hat bloß eine Weile gedauert. Aber ich weiß, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Jetzt sind viele zu viele. Kann ich so ja nicht anschließen. Das ist natürlich schade. Ich mache das so weit, wie geht. Dann muss ich die untereinander aufteilen. Das geht nicht anders. Das geht einfach nicht an. Wie waren das?
8 Stück war immer so. Glaube ich. Ich glaube zu wissen, dass es 8 Stück waren oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann werdet jetzt nur U8. Und schon liegt er falsch. U9. Na gut, die Frage ist, ob bitte. Warten Sie mal. Die Frage ist nicht, ob es geht. Die Frage ist, ob der die auch. Ah, siehst du, das ist nämlich schon ein Problem. Das heißt, ich brauche davon noch mehr. Okay. Okay, okay, okay. Hab's verstanden. Das heißt. Nee, ich muss das normal klemmen. Ich soll ja jetzt ja nicht mehr. Bis wohin das geht. Ich werde hier zutackern müssen. Gut. Wissen wir Bescheid? Scheiß drauf. Geh mal davon aus. Er sagt, ich muss ja noch so oder so eins wie. Ach so. Shitcho. Was dürfte hier? So dürfte das eigentlich funktionieren. Oder auch nicht. Aber es wird nicht ewig so gehen. Natürlich. Cheat. Ist der da jeder schon ja nicht mehr? Oh, die. Und zu weit. Warten Sie mal. Boah. Alter, ich hab mir jetzt gerade eingebildet, da war ein Geräusch, was ich mir so einbilden, einordnen kann. Habt ihr das gehört? Ach so, jetzt sieht das aus. Ach, die Batterien sind alle. Deswegen. Deswegen brauchen wir bloß noch den Newton-Scheiß. Das wird so nicht funktionieren. Das ist eh mal an und dann ist es ausgelutscht. Nö. Also safttechnischerweise würde es funktionieren. Aber warum gehen die denn aus? Das hat doch damit ja nichts zu tun. Was ist denn das für eine Shitshow? Können doch nicht einfach so aus, kaputt gehen. Da, seht ihr? Gehen einfach aus. Nö, kaputt sind die auch nicht. Hä? Oder kannst du ja nicht so viele laufen lassen? Warten Sie mal, wenn ich jetzt die noch da anschließe, geht denn da eine aus? Jupp. Du kannst nur 4 Stück laufen lassen? Egal, wie viele Strom du hast? Weil die sind ja woanders angeklemmt. Die haben damit den Stromkreislauf ja nichts zu tun. So, da bin ich ja wieder. Kann es sein, dass ich dumm bin? Kann es daran liegen, dass hier das nicht hier genug Power hat und ich eigentlich davon mehrere da anschließe und dann funktioniert das? Dass das nicht mit ausreichend Strom gezimmert werden kann? Mit dir los, Junge. Einen schlechten Tag oder was? Glaube ich, werde mal da 2 noch hinstellen. Ich glaube, das ist Rätsels Lösung. Bin ich in die Sekunde ja nicht drauf gekommen. Dass es stromtechnischerweise wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Kein Problem. Das kriegen wir hin. 6 Stück. Halt. Ich mache erstmal eine. Nee, ich mache 2. Wie gesagt, Motoren habe ich genug. Gut, dann stellen wir die hin.
Und dann hoffe ich, dass das funktionieren tut. Also, dass es genau das ist, Problem technischerweise. Das wäre ganz cool. Dann schließe ich das nochmal neu an und dann ist es gut. Ich glaube, das ist das einzige, das ganze Problem. Und so kann ich das Loch auch richtig stoppen. Weil hier unter ist ja immer noch hier das von nebenan, das Loch, das Problem. Und jetzt das, was darüber führt. Nicht, dass ich da ins CD komme. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht hier Go-Kart-mäßig, das ist einfach Zombie-mäßig. Die hier weggebuddelt haben. Wo sie versucht haben, mich zu untergraben. Meine Autorität. So. Gut. Name. Das ist nicht so gut. Aber gut. Hä? Es ist nicht so gut, aber gut. So. Kannst mal. Danke. Legen wir mal im Weg. Doppelt an, oder? Nee, du kannst. Nee, du kannst bloß ein Ding anschließen. Das geht nur so. Kann ich die wenigstens so in Reihe schalten? Nö. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal bei jedem so ein extra Pronöke setzen oder was oder wie. Kann das sein? Ja, das ist ja mal Cheat. So, da bin ich auch wieder. Ich muss jetzt doch die ganze Schose abbauen. Ich habe jetzt extra einen eigenen Stromkreislauf gebaut. Und das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob das original ist. Aber ich kann maximal 4 Teile betreiben. Egal, ob ich das strommäßig alleine versorge. Das funktioniert nicht. Also ich habe jetzt unten einen zweiten Stromkreislauf extra geschaffen. Der komplett von den anderen abgetrennt ist. Und nö, funktioniert nicht. Hallo? Achso. Ja, es funktioniert nicht. Also wie gesagt, aber jetzt Moment mal, kann ich euch zeigen? Hier. Komm ich da oben hin? Nee, kommt natürlich nicht. Kommen Sie mit, ich zeige euch. Vielleicht seht ihr ja was, was ich genieße hier. Ach nee, kann ich ja so machen. Kommen Sie mit, machen wir so rum. Also, wie ihr seht, ist jetzt eine zweite Stromversorgung. Und das ist die erste, wo ihr Schütztürme und so dran hängen. Und das ist die zweite. Und ich hatte gedacht, ja, naja, gut, wenn die funktionieren, lasse ich die dran und mache nochmal extra Stromkreislauf, ne? Also alles extra bis hier unten hingezogen, ne? Also das hängt nirgendwo dran, dass man nicht sagen kann, dass er durchballern tut oder sonst irgendwas. Nee, das war alles extra geschalten. Ups. Und ich hatte hier eine Batterie angeschlossen. Ihr habt an der ich habe die, wie gesagt, abgebaut. Und die waren auch verbunden. Die haben auch geleuchtet. Aber sobald ich das eine angeschaltet habe, ist das andere ausgegangen. Also quasi hatte ich hier noch einen Schalter gehabt. Das habt ihr ja gesehen noch. Und sobald ich den aktiviert habe, haben die hier vorne funktioniert. Aber die nicht. Habe ich den aktiviert, haben die vorne funktioniert. Aber die nicht. Und ich habe das auch versucht extra zu klemmen, aber das geht nicht. Das war ein Satz mit X. Das kann ich mir jetzt sparen. Das heißt, ich muss jetzt alles abbauen und mir irgendwas überlegen, was ich mit den Messerfallen mache. Weil wir haben ja jetzt 1-2 Stück hergestellt. Ich habe da schon eine andere Idee im Kopf. Aber wie gesagt, da nicht so viele überleben werden, haben wir immer eiserne Reserve. Idiot. Ich wollte auch das Inventar leer machen. Also, und eine kleine Horde hatte ich gehabt. Ne, ganz kleine. Ist jetzt nicht so, dass wir unter Zeitdruck stehen hier. Horn technischerweise. Aber es führt so wachsig über mich hinaus. Ich hatte schon welche weggemacht. Jetzt sind sie alle wieder da. Ah ja.
Ich werde einfach einen Arm setzen in der Mitte und dann links und rechts ein Messer fallen. So weit in der Richtung werden wir machen. Aua. Aber ich jetzt erstmal so. Weil, wie gesagt, mehr Zeit haben wir nicht. Nein, du explodierst hier mal so was von nicht. Ich hab ja noch weniger Platz. Alter, und die Zahl da oben, die hängt wie so ein Demogles Schwert oder wie der heißt. Oder wie er hieß. Naja, gut. Muss ich mir was anderes einfallen lassen mit dem Strom. Vielleicht kann ich ja bloß vier so eine Fallen nicht hinsetzen, aber ich kann mir andere Fallen hinzimmern. Naja. Denn so, jetzt Platz. Oder bist du defekt? Kann sein, dass die defekt ist. Da unten Schlumpf drin gerannt ist. Genau. Da ist ein Schlumpf drin gerannt. Ey, die haben mir die Haxen gebrochen. Sind die bescheuert? Was soll denn das? Ich wollte gerade sagen, als ob ich nicht darauf vorbereitet bin. Nee, bin ich. Doch, bin ich. Das ist alles ja kein Problem. So, alle da. Gut, also wie gesagt, einen Arm in die Mitte setzen. Ja, und dann kicken. Dass vielleicht da eins wie Zombies, wenn sie hochspringen, geschreddert werden. Wie gesagt, er wird nicht ewig überleben. Aber so eins wie Sekunden schon. Und da ich ja jetzt 16 Arme habe. Blade Traps. Reichen die erstmal eine Weile. Geht doch. Geht doch. So, jetzt müsste es eigentlich bloß nur noch funktionieren. Und ich werde dich an zweiten Stromkreislauf anschließen. Hier soll ein Strom nicht hapern. Hm. Ach, ist ja schon angeschlossen. So, gut. Ich schalte mal an. Ich höre schon Sachen. Da weiter. Ist das böse? Das ist schon richtig böse, oder? Gut, ich müsste aber den Schalter hier hinbauen. Ich glaub, das werde ich auch tun. Alter Falter. Das sieht aus wie eine Massenabfertigung hier in Sachen Zombie-Killen. Ja, gut, ist es ja irgendwie, wa? Gut. Na denn. Auf rohe Schnetzeln. Warten Sie mal. Dann nehme ich dich mal kurz weg. Klemm dich da oben zusammen. Ach nee, Moment. Ach so, nee. So rum. Darum. Und du? Na da. Und du? Nach da. Das hört sich doch schon mal vernünftig an. So, jetzt brauche ich bloß noch für dich eine Klappe. Halt die Klappe und baue sie. Entschuldigung. Gut. Ich mach gleich die Eisenklappe. Und mein Inventar ist schon wieder komplett mit mir überfordert. Wo ist denn das Ding jetzt hingelandet? Ach, da unten. So, gut, dann würde ich... Oh, scheiße. Stimmt ja, da war ja was. So. Liegt der jetzt auf? Vielleicht können wir ja 7 Days-mäßig ein bisschen schummeln. Nee, das geht nicht. Warte, ich wollte das so aufsetzen. Funktioniert so... Ach, mein Städt ist doch halb Murks. Das funktioniert heute wieder mal überhaupt nicht. Ah ja. Master, we are not alone. Kannst mal wegmachen. Dankeschön. So, da bin ich auch wieder. Alter, wie ihr seht, ist es schon ein bisschen später. Alter, ein
wenig sehr viel später. Ich kann schon mal so sagen, nichts hat funktioniert. Also, ich habe da so einige Sachen ausprobiert. Ich habe versucht, die übereinander zu bauen und sobald ich Platten oben hochgesetzt habe und die rangeklatscht habe, waren sie weg. Dann habe ich Blöcke immer mittig drin gesetzt, aber das hätte nichts gebracht, weil die werden da drin geknallt. Ja, ich sage euch, das ist ein Krampf. Ich kann jetzt hier noch in der Mitte ihn drin setzen, aber wie gesagt, ich kann ja bloß vier setzen. Das ist ja das Problem. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon, also, keine Lust mehr. Nach den Versuchen, die ich jetzt durchgezogen habe, warum funktioniert jetzt hier Strom nicht? Ich wollte gerade sagen, ich habe es bloß nicht gesehen, wa? Kann ich bloß hoffen, dass da ein oder zwei rinrennen. Und das nicht umsonst war. Wie gesagt, ich hatte ja einen Kasten hier gesetzt gehabt. Das hat aber auch nie so funktioniert, wie ich das haben wollte. Zeigt das unterirdisch hingesetzt. Fällt mir aber auch noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, bin heute irgendwie nicht so ganz zufrieden. Den, was ich hier angerichtet habe. Also versucht habe anzurichten. Erst hat er mir den Strom hingehauen. Wie gesagt, dann habe ich zwei Stromkreislaufe gebaut, dass ich da vielleicht ein paar mehr hinsetzen kann. Das hat auch nie funktioniert. Ach so, in der Zwischenzeit ist mir auch hier die Seite abgeknallt hier. Wie gesagt, ich habe das hier oben rangesetzt gehabt und wollte nicht. Ich habe Blöcke rangesetzt und sobald ich das Ding da rangesetzt habe und ein Millimeter die Klinge über das Ziel hinaus gewesen ist, wurde der Block weggenommen. Also die Dinger haben dann in der Luft geschwebt. Ich will nicht mehr. Ich habe heute irgendwie keinen Kopf mehr für das. Aber ich habe jetzt erstmal Munition und so alles eingesteckt. Übrigens, Munition läuft ja nicht so schlecht, wie ihr seht. Wir haben 15.000 so. Wir haben 20.000 unten in die ganzen Türme drin. Und 19.000 und hast du nicht gesehen hier? Ah, nee, okay, 12.000. Weil es sind 12.000 Schuss pro Seite, ne? Hier 20.000. Da 20.000 pro Seite. Da. Ah. Oben haben wir auch so 8.000 Schuss pro Turm drin. Das sollte funktionieren. Wie gesagt, 4 ist kein Problem. Aber alles, was über 4 ist, will er nicht. Ich dachte, ich habe ständig Besuch hier, wa? Uiuiuiui, habe ich irgendwas vergessen? Ach, die Game Stage. Dann fängt an zu regnen. Ist die überhaupt noch wichtig? gut. Game Stage. Wie immer, 300. Da hat sich auch nichts geändert. Und die gekillte Zombies sind wir jetzt bei 22.900 und ein paar Zerquetsche. Gut, das wären eigentlich ein paar mehr gewesen, aber wie gesagt, muss ja immer resetten. Und die ganzen Zombies, die wir da, wo wir da rumgekraxelt sind und abgeballert haben, die ziehen ja jetzt ja nicht mehr mit. Aber wie gesagt, das war ja bloß eine Bonusfolge. Und mal. Ich habe jetzt hier alles angeschlossen. Soweit wie ging. Liegt das Licht hoch angeklemmt? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und warum funktionieren die nicht mehr? What? Ach so, deswegen nicht. Macht Sinn. Sollte die Dinge auch anschalten. Oh, ich bin so fertig auf dem Appel. Könnt euch ja nicht vorstellen. Müsste doch eigentlich funktionieren. Genau. War nämlich das Problem. Wie wir sehen, das Licht leuchtet. Warum leuchtet das Licht jetzt noch? Ist doch schon ausgemacht. Stimmt, Reststrom. Gut, habe ich nachgeladen? Nee, habe ich nicht. Habe ich dich nachgefüllt? Wahrscheinlich nicht. Hilfentechnischerweise. Ich hoffe, du bist gut drauf. Bist du denn jetzt schon wieder? Ich glaube, das Vieh will mir ja nicht helfen. Und jetzt ist das Licht wieder an. Immer noch an. Ich verstehe meine Verkabelung schon ja nicht mehr. So. So, rein theoretisch dürften die nicht leuchten. Oder habe ich die jetzt hier ran geklemmt, an den Kreislauf?
Gut, da hängen sie auch nicht mehr dran, ne? Ja, wer weiß, wo sie dranhängen. Also eigentlich an diesen Kreislauf sollten die eigentlich hängen. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Gut, die werden schon irgendwo dranhängen. Ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, hier ist voll. Da ist auch voll. Auch voll cool. Also mein Brot eigentlich bloß. Gegen Lachs folgen. Ach so, der ist generell angeschlossen da dran. Jetzt müsst ihr auch sehen. Genau, die sind durchgehend an, sobald der Generator an ist. Aho. Na gut. Die Verwirrungen sind gelöst. Warte, ich hoffe, dass die gut. Ja gut, wie gesagt, die laufen immer bloß links, rechts, ein paar in der Mitte. Und wenn die sich gegenseitig rinschieben, ist das so gut. Und die werden, wie gesagt, irgendwann mal kaputt gehen. Und dann habe ich die noch. Weiß, ob ich in der Zwischenzeit die denn auch reparieren kann, das ist die nächste Frage. Alter, ich bin jetzt hier schon ungelogen für diese Folge mindestens schon an so anderthalb Stunden bis vier Stunden an rumrödeln. So ungefähr. Prima Daumen. Ja, wie gesagt, das nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Das ist schon ekelhaft. Wenn das nicht so funktioniert, wie man das haben möchte. Also wir können auch 1-2 aufstellen. Aber das lasse ich sein. Wir könnten das aber auch noch. Aber das wäre dann so mit Kamera und Tasten hier sehen. Und dann müsste ich die richtige Richtung ausspielen. Schade. Da gerade schon will er so ein Ding in den Kopf. Aber wenn das auch will er so mit 4 ist, dann ist das nicht so lukrativ. Gerade so, naja, okay, und außerdem gehen die schnell kaputt. Ich habe gedacht, wir könnten ja den Boden austauschen und dafür die Dart Traps drin bauen. Alter, ich hatte doch bloß 1-2 Zombies hier gehabt. Ich hatte das schon alles repariert, ja. Können doch ja nicht so einen Schaden gemacht haben. Ah ja, alles repariert. Na gut. Halb so wild. Wir haben ja noch nicht genug Zeit. Jetzt erstmal nachher kicken. Also wie gesagt, mit dem Strom, das wusste ich nicht. Also, dass jetzt reduziert worden ist. Oder eventuell reduziert. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich das ist. Vielleicht ist ja bloß ein Konstruktionsfehler. Womit war es denn da? Da fehlt was. Schön, dass ich so weit bis dahin komme. Mal schön. Hier fehlen noch Blöcke. Ich glaube, der Bug, was ich gesagt habe, oder was heißt Bug? Diese Baudings. Könnte sein, dass es mir vorne die Dings geklaut hat. Hier, die Stäbe. Mir fehlen die Stäbe. Das ist ja mal richtig geil. In 5 Sekunden. Ja, Tatsache. Fehlt mir. Komm mal weg da. Ufi. Oh, Alter, zum Glück ist mir das Ufi fallen. Die wären hier drin, Jobs. Aber volle Möhre. Alter. Muss ich ja nochmal nachkontrollieren. Aber die Zwischenstäbe hat er hier lassen. Holy moly. So, die wären hier drin gewesen. Ich muss noch das schließen können und das und dann wäre zu gewesen. Feierabend. Aber zum Glück, ich habe es noch mitbekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so leicht rankomme. Na gut. Na gut. Ja, dann kann ich das ja wohl anmachen.
So, und du kannst auch an. Er sagte, wird reichen. Dicke, dreifach. Dicke und dreifach wird das reichen. Nee, das brauche ich auch nicht anmachen. Es wäre zu früh. Na gut, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber wie gesagt, müssen wir dann nur umbauen. Wie gesagt, ich würde gerne in Mitte haben. Da muss ich erstmal klären, wie ich das mache. Ich muss hier eine Schräge rausbauen oder so sogar. Mal schauen. Wie das sich so vertragen tut. Na los. Na dann kommt mal. Und los geht's. Ich habe ja keine Spikes gesetzt, wa? Heute wird eine spikeslose Runde. Irgendwie haben diesmal ja keine Spikes gesetzt. Das heißt, die sind auch diesmal schneller da. Hey, das funktioniert doch. Weil die laufen genau hier am Rand lang. Kann ich denn auch gleich reparieren von hier aus? Ja, es würde so ja funktionieren. Hä? Achso, das ist wieder so. Dass es oben wehen knallen tut, die Scheibenbläser. Also die Schredder, die funktionieren so wie sie sollen. Ey, die müssen ja hochspringen und dann knallen sie genau rein. Das ist natürlich genauso geplant gewesen, ne? Also. So, repariermäßig. Ja, da hinten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Weil eigentlich müssten die auch beschädigt sein, aber die wollen sich nicht reparieren lassen. Also geht mal davon aus, dass ich kein Wasser habe. Ja, da gehen sie aus. Richtig davon aus. Ich hab das Wasser oben vergessen. Bei 400 Mollys, sag mal, bin ich verrückt. Alter, ich mag das jetzt schon. Das ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, schade ist, dass ich das hier vorne. Ach, Kabeln schon, aber reparieren ist nicht. Da ist sie zu weit weg. Naja, gut, war. Normale Selektion. Würde ich mal dazu sagen. Dann kann ich eben halt die bloß vorne reparieren. Also die haben doch ja nicht so viel zu tun. Was dauert denn da so lange? Ich wollte gerade sagen, habe ich überhaupt hinten die, die Zugbrücke wieder hochgefahren? Aber ich glaube, dann wären sie schon drinnen. Naja, aber komisch, dass ich das Tier reparieren kann, aber die Late Traps nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keinen Schaden nehmen. Aber das werden wir noch rechtzeitig sehen. Ja, ja. Das wäre ja krass, dann würden wir keine Spikes mehr verbrauchen. Das täte mir gefallen. Ja, bist du beschädigt? Ja, ein bisschen. Naja, die sind im Teil nicht so stabil, ne? Ta-ta-ta. Spreng mal eine Runde rum. So, warten Sie mal, ich habe auch noch ein bisschen Munition. Kann ich auch noch so ein bisschen drin zwirbeln? So. Hey, ich wollte gerade schon wieder rausrennen. Ich juck schon wieder in den Finger, aber diese Welle wird mal so eine Drinnenwelle sein.
Wegen unserer Schnetzelmaschinen. Zum Test. Alter, wie geil ist denn das da? Oh, da unten. Ah, wie ist er? Also hier vorne kann ich reparieren, aber hier da hinten will er noch nicht. Also bis dahin reicht denn die Nagelpistole doch nicht. Tü-tü-tü. So, jetzt eiert sie aber rum. Jetzt müsste doch eigentlich die Kante hier reparieren. Ah, warten wir mal. Doch, jetzt. Naja, gut, ich muss direkt da unterstehen. Schwierig. Aber es geht. Hey, hey, was willst du hier? Geh mal ganz schnell zurück auf deinen billigen Platz. Naja. Was noch geil wäre, ist, wenn man die Drohne auf Reparatur abrichten könnte. Das wäre cool. Hier, raus mit dir, reparieren und wenn es kaputt gehen tut, ab in eine Ladestation. Das wäre geil. So stelle ich mir das vor. Warten Sie mal, komme ich da ran? Ja, komme ich. So viel Zeit muss sein. Tü, 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 tü. Die hängt mit dem Kopf fest. Hallo? Oh, schön. Kann ich die auch noch nie? Nee, kann ich nicht. Schade. Hey, 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 hey. Nicht spucken. Sie übertragen dadurch Krankheiten. Nur, dass sie es wissen. Na, ich will den Teufel nicht an der Wand malen, aber ich wundere mir, dass das nicht nur so gut funktioniert. Also, dass es überhaupt noch funktioniert. Was denn ihr saßt? Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Wie kommst du denn auf? Chi-Wapschi-Time heute. So rum. Was schlimm wäre ja, wenn die Messerklingen die Granaten zurückschmeißen würden. Aber das kann uns auch egal sein. Das macht ja keinen Schaden. Meins? Meins? Und drin. Ein Home Run. Na ja, gut, wa? Es ist schon sehr, sehr einfach. So. Ja, du bist auch noch nie so ganz. Ja, und sonst so. Wir müssen nicht ja immer noch bis um. Ihr wisst schon, ne? 4 Uhr und so. Und wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Ach ja. Denn da oben los. Wie gesagt, wir müssen auch ab und zu mal nach oben schauen. Genau, deswegen. Alter, Performance des Todes. Wo sind sie denn? Hallo? Könnten Sie mal hier, warum schießen Sie denn nicht? Ne, warten Sie mal, ich wollte eigentlich bloß gucken. Nö, Sie sind angeschlossen. Schließenderweise funktioniert alles. Hm. Das ist ja mal mehr für dich. Und da los. Da ist ja mal richtig Andrang. Hey, Droni. Ich glaube, solange wir hier oben sind, ist es ja nicht so gut. Genau aus diesem Grund. Explodieren da Zombies und die machen ja auch die Klingenfallen kaputt. Ja, bloß ein bisschen. Salto Mortale.
ab der Virale. Ja, der war schon ganz schön an der Kotzgrenze. Ja, der ist noch ganz gut. Würde ich jetzt erstmal so behaupten. Uiuiui. Da ist aber Andrang. Die wollen alle zu mir. Hey, sag mal, ich verstehe das nicht ganz. Ich bin schon in die Hocke. Aber der schmeißt die Granate oben gegen eine Decke. Also der holt richtig aus, war also volle Möhre. Hier ein bisschen Feuer. Ja, kein Problem. Damit kann ich dienen. So. Ah, der ist ja schon schnell durch gewesen. Nur wenn der wurde nach vorne katapultiert. Alter, ich schieß den genau ins Gesicht, wa? Wie geht's denn euch? Ist da alles noch tippitoppi? Ah. Ah, ist halt in Ordnung. Da ist was explodiert, das habe ich gehört. Da ist nochmal was explodiert, genau unter meinen Fingernägeln. Und wer macht nicht seine Arbeit? Roni. Ich merke nämlich nichts. Wegen Hilfe und so. Wo ist denn Roni schon wieder? Ich hoffe nicht, dass du schon wieder im Boden ersinkst. Sag mal, bist du überhaupt die richtige Drohne? Mal kurz hier. Naja, erstmal dich austauschen. Weil du bist nämlich die falsche. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Komm. Ja, kommen Sie mal mit. Ich hab die falsche die Arbeit überlassen. So, bist du jetzt nicht richtig? Nein, natürlich nicht. Ah, du bist die Richtige, ne? Ja. Warte mal. So. Das müsste funktionieren. Helfenderweise. Jetzt müsstest du mich ja unterstützen. Alter, Falter. Da ist man mal 5 Sekunden nicht hier. Und schon steppt der Bär auf den Tisch. Ist nicht so schlimm, wie ich es gehofft habe. Gehofft ist falsch. Gedacht habe. Oh. Sehr, sehr viel Loot. Genau. Schmeiß dich vor mich, Roni. So ist es richtig. Immer den Herrn schützen. Ganz schön herrisch, wa? So, wie spät haben wir denn jetzt? 0:12 Uhr. Da haben wir ja noch was vor uns. Das glaube ich nicht. Komm da nie ran. Könnt ihr mal euch ein bisschen Mühe geben? Ich komm da nie ran. Nicht an dich. An den Loot. Warten Sie mal, vielleicht kann ich das ja nach vorn schieben. Bitte jetzt noch mittig so ein bisschen drin setzen könnte. Aber da müsste ich 2 Blöcke rausnehmen und das gefällt mir nicht. Dann würde ich mir hier so eine kleine Kreissäge bauen. So. Also Beschädigung hält sich bis jetzt in Grenzen. Aber es liegt daran, weil ich noch keine Diminution hatte. Dann würde es vielleicht ganz anders aussehen. Oh, aber die Zwirbel sind trotzdem ganz schön durch, wa? Also Mitte ist noch ein bisschen schwierig. Vielleicht müsste ich das irgendwie so versetzen, dass einer am Rand, einer mittig, am Rand mittig. Aber dann müsste ich mir irgendwann dauernde Konstruktion
was ich denn überhaupt mit dich machen kann. Und dem bin ich noch nicht auf die Schliche gekommen. Ja, ja, ist ja gut. Es ist alles in Ordnung. Oh, gut. Ey, glaubt ihr, das ist hier so eine Grenze? Bis dahin, also, kennt ihr dieses Spiel, wo du Münzen drinstecken musst und die rutschen immer ein Stück weiter nach vorne? So ungefähr. Ist Drohne, ist das denn? Also, so kommt ich mir jetzt gerade vor. Ich muss jetzt warten, bis der Loot da ankommt, wo er hingehört. Ey, Drohne, die steht genau im Weg, wa? Weil irgendwie liegen die Garten nicht dahin, wo sie hin sollen. Und ich muss das erstmal auf Drohne schieben. Tü-tü-tü. Reparierenderweise. Du bist gefeuert. Achso, Icke. Moment mal. Da werde ich mal kurz löschen. Geht ein Kaffee hoch? Jep. Ein Kaffee geht klar. Ja, du, ich versuche das gerade ein bisschen unter Kontrolle zu halten, aber du stehst. Achso, du bist das ja nicht. Irgendwas steht mir hier im Weg. Der Loot ist nach vorne gerutscht. So, und das ist das, was ich meinte. Jetzt ist es darüber gerutscht, jetzt kann ich das einsammeln. Ah, das ist noch nicht so ernst. Das ist noch, das muss noch ein Stück. Uiuiuiui, Mädel, da hast du aber. Hast den Jackpot gewonnen. Da noch ein bisschen was nachziehen. Ja. Alter, ist das viel. Alter, ist das brennig. Das gute Sodawasser war. Ja, die kommen, wenn sie wollen, kommen sie ganz schön weit nach vorne. Nicht hinter die Linie treten. Nicht hinter der Linie treten. Das ist hier nicht gestattet. Irgendwie ist es nicht. Also mit dem Schmeißen, das funktioniert noch nicht so ganz. Oder ich bin der schnellste Schmeißer der Welt. So. Noch 3 Minuten. 3 Minuten Hardcore sprengen. Das sprengt den Rahmen, das sage ich euch. Ups. Dankeschön. Ich hatte nicht nachgeladen. Tut mir sorry, mein Fehler. Kommt bald wieder vor. Oh, Alter. Er kommt. Es ist schwierig, so unter Kontrolle zu halten. Also so No-Scope. Ist schwierig. Bin nicht wundern, ich versuche gerade die Munition zu verprassen und nicht die andere. Ich habe sie zwar mit runtergenommen, aber erstmal die. Muss ja auch alle gemacht werden. Willst du hin? Willkommen in der Diashow. Warten Sie mal, ich werde mal kurz hier ein bisschen ausdünnen. Oh, Loot. Loot. So, ein Doppelbums machen. Doppelbums hat funktioniert. Oh. Ja, du, halt mal die Klappe. Ich muss mal kurz hier reparieren. Dankeschön. Übernehmen Sie mal bitte, Mon Ami. Oh. Ist aber was los. Warten Sie mal kurz. Ich mach mal kurz hier. Explosionstäterä. Naja. Wenn zu viel ist, ist es zu viel, ne? Da hilft bloß die Granate. Oder Knüppel. Brauchst jetzt mal nachgeladen.
Alter. Da. Gut, wir haben hier keine Treppe für die Zombies. So weit bin ich noch nicht. Ja doch, hier vorne ist die Treppe. Da. Übernehmen Sie bitte. Alter. Also wenn das kein Massaker ist, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, ich sage das jedes Mal aufs Neue. Und es wird immer schlimmer. Also für mich und für die Zombies. Also wenn, dann müssen wir schon fair sein. Ja, du, ich weiß, aber hier performance-technischerweise ist es doch zusätzlich noch ein Schwierigkeitsgrad. Ich kann ja mal kurz anmachen, so um zu vergleichen hier so ein bisschen. Wir kämpfen gerade mit 30 FPS. Der Caplock ist, Capslock ist bei 60 eingestellt bei mir, FPS. Das ist schon krass. Naja, gut, wie gesagt, das sind 1-2 Zombies, ne? Also, das ist nicht zu unterschätzen. Aber dafür sieht es eigentlich aus meiner Perspektive flüssig aus. In der Aufnahme ist es wieder was anderes. Aber ich glaube, ich bin so abgelenkt, ich sehe ja nicht mehr, was hier flüssig ist und was nicht. Das ist zum Beispiel nicht flüssig. Aber die Zombies, teilweise bewegen die sich sehr, sehr flüssig. Nachher und dann geht das Villa runter in den Keller. Sagen Sie mal, wie sieht denn das aus hier mit vorne, mit den Stangen? Naja, geht. Alles nur im grünen Bereich. Was ich staune, ist, dass die Blade Trips noch so lange überleben. Naja, du sahst es. Und Feuer. Feuer in das Haus. Der Decker hat nicht mehr so viele Granaten, ne? Also. Warten Sie mal kurz, ich muss mal die Knifte reparieren. Aber ich habe ja 2. Vielleicht kann ich das ja ein bisschen unter Kontrolle halten. Er. Das Bruch er. Alter. Ich glaube, die sind so schnell tot, die wissen es manchmal ja nicht. Und ab und zu treffen sie mich ja. Nachladung. Boah, Alter. Dia-Show. Dann machen wir nochmal schnell so eine Zündung. Und, Alter. Das ist nicht normal. Naja, gut, ist auch nicht normal. Wurde ja extra, wie gesagt, so eingestellt. Aber wie gesagt, so was kostet tierisch viele Granaten. Immer treffe ich überhaupt? Wie gesagt, geht. Knallt immer hier oben gegen. Aber ich mal so. Ja, sag ich doch. Schneid immer genau oben gegen. Also so 1-2 Granaten werde ich dadurch schon entschärft haben. Da willst du Vogel. Sondern dass du überhaupt bis hier runtergekommen bist.
schön guten Tag da vorne. Der Freizeitpark Zombie Town oder so ist immer noch offen. Alter, noch 2 Minuten war. 2 Minuten noch mal diesen Wahnsinn. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt im Kopf, was das hier munitionstechnischerweise am Anfang da war. Ich hoffe, gezeigt hatte ich das ja. Ich würde mal sagen, die Hälfte dürfte schon wieder fast weg sein. Obwohl, da habe ich letztes Mal auch gedacht. Hey, gib mal, der ist total tiefenentspannt. Der Junge. Der legt erstmal die Beine hoch. Ja, ja. Ey, wie gesagt, keine Demolition ist schon ein geiles Ding. Ah, siehst du? Gut, da war jetzt keiner mehr. Ich wollte bloß mal testen. Genau das meinte ich. Boah. Achso. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der Vogel her? Und zack. Und zap. Und zap. Ups. Ich sollte mal richtig zappen, wa? Und zap. Den möchte ich nachher wieder haben, ja? Der ist mir sehr, sehr, sehr wertvoll. Ey. Das Steuern macht so Spaß, ey, sag ich euch. Wozu treffe ich, aber. Alter, wie gesagt, 12.000, 13.000. Naja, gut, ich krieg dann schon ENC-Punkte. Das Problem ist, ich muss ständig hier jedes Mal dann logischerweise gegensteuern. Wie gesagt, der rutscht ja hoch. Ey, na du. Ey, die halten länger, als ich gedacht habe. Haben sie da irgendwie das erhöht oder so? Weil die waren doch sonst immer so schnell kaputt. Kann ich mich dran erinnern. War nicht sprengend mit bei, war es. Nur Rauschmiss bis jetzt. Bums. Ey, eine Minute noch. Dann haben wir das hinter uns. Warten Sie mal, wir reparieren das mal und dann. Haben wir mal hier knifft ein Teil weiter hier. Na? Ja, du, ich versuche gerade ganz extrem drauf zu kicken und wenigstens 1 oder 2 Treffer zu landen. Ab und zu funktioniert das, aber durch die Frames weiß ich nicht, ob die die Dupes hinter mir. War gut. Ein bisschen schaffe ich ja auch. Nee, nee, nee. Ach, die sind ja schon repariert. So, es geht weiter. Und weiter. Ups. War ja. Bleib mal kurz nach. Nee, nee. Mädel, so nicht. Das war eine sehr, sehr gute Idee, die hier hinzuhängen. Hehehe. Ich hab's. Bin rangekommen. Gehen Sie mal hier weg. Nee, so nah. Nicht so nah, habe ich gesagt. Nicht so nah.
Das ist ja nicht so, gar nicht so einfach so zu treffen. Schon zu funktioniert. Alter, wirklich, das ist ganz schwer zu kontrollieren, ob jetzt da von mir oder ob ich die treffe. Muss man nachher Frames für Frames auseinandernehmen. Also ich bin mir einig, lande auch den 2-Jute-Treffer. Ja, die Punkte sagen, ja oh, ein paar sind durch mich gestorben. Wo soll das sein? Gut, wir spielen ja auch erst seit gestern, nicht seit gestern. Den habe ich mal richtig auseinandergenommen, ne? Alter, 80.000 Punkte. Warum schaffe ich denn jetzt Headshots? Und wenn es drauf ankommt, nicht? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ey, wir haben es fast geschafft. Ein paar Sekunden noch. Also ein paar lange Sekunden. Zehntelsekunden. Oh, aber ich muss sagen, das geht gern schon auf den Finger und so, ne? Wegen des Runtersteuern und so. Ui, ui, ui. Ey, so nicht, Mädel. So nicht. Ich glaube, ich brauche danach erstmal 5 Sekunden Pause. So minimal. Ups, wo schieße ich denn? Ich habe gerade bloß auf den zweiten Monitor geschaut. Alter, die Ballern übersteuert total. Da muss ich nachher ganz schön nachregeln. Eine Lautstärke ja nicht ändert. Sehr, sehr merkwürdig. Warten Sie mal kurz, ich muss das mal kurz reparieren. Hallo? Ich muss das mal reparieren. Dankeschön. Hihi. Du sollst brennen. Oder explodieren. So, das haben wir auch gleich hinter uns. 19 Sekunden noch. 19 Sekunden Qualen. Oh, Alter. Das sieht ja schon aufs Handgelenk, das sage ich euch. Und das geht auf die Ohren, das zeige ich euch auch. Wie gesagt, ich kann das ja mal für euch nur nachreden, aber so langsam fangen meine Ohren an zu bluten. Aber der Fluss muss stimmen. Ey, guck mal, und das Licht hält auch jetzt länger durch. Ist mir jetzt mal so aufgefallen, das sieht man ja nicht aus, Jan. Da hatten wir ja damals unsere Probleme. Ist damit nur vor geraumer Zeit. Aha. In ein Land vor unserer Zeit. Bums. 7 Sekunden noch. Dann haben wir bloß noch Schleimadamm. Ich steck erstmal den Kopf in die Wand. Oder anders gesagt, mit dem Kopf durch die Wand. Warten Sie mal kurz. Dankeschön. Dankeschön. Und bums, Faldera. Und 3, 2, 2 immer noch. Zweierlei. 1. Und? Haha. Ihr habt verloren. Ihr habt verloren. Ich hab gewonnen. Ich bin der Gewinner. Ihr seid Losers. Alter, meine Ohren.
Ich glaube, ich bin taub. Oh, aua, 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 aua. Uiui. Du, das ist mir total Latte, ist mir das da. Oh. Ist das angenehm. Es war eine sehr, sehr nice Horde. Sag mal, wie sieht denn mein Inventar aus? Ach, ich kann noch draußen hinten gehen. Ist der tot oder was? So, dann schmeißen wir mal schnell das Zeug hier rein. Ja, gut. So was ich nebenbei eingesammelt habe. Steine. Steine und Sand. Mit so was kommen die hier an. Noch Fragen? Und die ist auch da. Es fehlt bloß noch, sie schreit, eine Horderin. Und zusätzlich dann noch eine kleine Wanderhorde. Na, dann kann doch ja nicht mehr passieren. Immer diese frische Luft nach der Horde. So leicht Blut getränkt. Hat schon was. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Klingen? Kann ja ruhig kommen. Maschinen sind ja nur an. Das ist, wie gesagt, das Schöne. Geht immer aufs Neue. Aber keine Schrutze, wa? Nicht schrutzen technischerweise. Aber ein bisschen Munition. Sag mal, was habe ich denn? Ah ja, gut. Ein bisschen Minus haben wir. Aber ich wollte die ja so oder so loswerden. Ihr seht ja, wie das funktioniert. Ach, schön, 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 schön. So, jetzt holen wir noch die Motoren da raus. Nächste. Da ist die Horde auch schon mal weg, wa? Da ist die. Dank unserer Gemüse. Ich glaube, mir hack's Peter. Geh mal auf, Mädel. Ist hier nochmal Rektarin. Guck mir. Guck, ich spinne. Guck, mein Schwein pfeift Lapaloma. Na gut, Leute. Dann kicken wir mal kurz hier nach. Oben war das, ne? Oben muss ich ausschalten, ja. Ja. Okay. Also, 9000. Ja, doch, ein bisschen abgenommen hat. Ein bisschen abgenommen hat. Rutze hält sich in Grenzen. Oh. Ja, ja, gut. Aber da sind wir ja dran an der Produktion. Alle in Ordnung, alle in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ja hier keine Munition gebraucht. Wo ist sie denn? Da. Genau 15.000 extra. Aber mit der Performance, das war schon. Ui, 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 ui. Da ist denn hier los? Die haben schon kaputt gemacht. Die Schweine. Wie gesagt, das muss ich ja auch nochmal nachreparieren. Wie sieht es hier aus? Habt ihr überhaupt geschossen? Naja, gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr nachgehen. Das sieht aus, als ob da hier ein Schweck ist. Sag mal, für was bezahle ich euch denn nicht? Glaube, da können die sich eine kleine Wanderhorde an. Oder? Na gut, Leute. Ich mach mal ein kleines Päuschen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Ich lasse die jetzt erstmal ausdudeln. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss.